Ja, wir machen ein ganz kleines Unboxing mit einem, ja, ersten Hands-on. Wir haben zwei neue Regler von Hobbywing bekommen und die wollen wir uns einfach ein bisschen genauer angucken. Und zwar geht es dabei zum einen um den Just Dock G3S 60 Ampere Regler und um den, wie heißt er, StockSpec in einer 100 Ampere Version. Ja, wir fangen mit dem Just Dock an. Ich habe hier hinten zur besseren Darstellung noch Vorgängerregler reingelegt, die vergleichen wir gleich dazu. XL10 Just Dock ist bei uns einer der meistverkauftesten Regler. Etwas, was sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Früher gab es viele teure Marken, viele teure Regler, alle mussten immer die teuren Regler fahren. Und heute ist das so, wenn man einen günstigen Regler fährt, macht man damit nicht automatisch etwas falsch. So, und da zählt zum Beispiel dieser Just Dock zu. In der Version G3S. Hier drin ist jetzt noch die Anleitung, ein paar Kabelbinder, ein bisschen Stromschlauch, ein bisschen Klebeband. Das legen wir einfach mal auf Seite. Also, wir haben den Just Dock hier drin, schwarze Kabel sind dran, Lüfter gehört dazu. Wenn wir uns jetzt das Ding genauer angucken, sehen wir unten ist es immer noch ein Kunststoffgehäuse, aber das Oberteil ist aus Alu. Das Empfängerkabel ist komplett schwarz und das Schalterkabel ist zumindest schwarz-weiß gehalten. Auf technische Details gehen wir in dem Video nicht ein. Mir geht es eher darum, ein bisschen bei die Baugröße und bei die Bauform zu gucken, wie sieht das Teil überhaupt aus. Also Lüfter ist drin. Wir gucken uns den jetzt an im Vergleich zum Vorgänger. Der direkte Vorgänger, den haben wir hier stehen. Das ist ein gebrauchter Regler, dementsprechend sieht er natürlich nicht so hübsch aus. Und da sehen wir jetzt schon, die Kabel haben sich auf jeden Fall geändert. Die waren nämlich vorher bunt und sind jetzt an der Stelle dann schwarz bzw. schwarz-weiß. Das ist ja für die meisten von euch schon mal kein Nachteil. Die Bauhöhe der Regler ist ungefähr gleich. Und wenn wir uns die Größe von unten angucken, ich würde sagen, das ist sogar das gleiche Gehäuse, was da genommen worden ist. Das passt und ist auch identisch. Es hat sich ein bisschen was geändert. Das kann man sehen an dem Kühlkörper da oben, aber das ist letztlich wahrscheinlich eine reine Designsache. Dass der Schalter hier angeklebt ist, ist einfach nur von uns gemacht worden. Ja, ansonsten auch auf der Power-Seite sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Also da würde ich sagen, steckt die Evolution im Detail. Ich weiß, da gibt es was mit neuen Softwareständen, mit neuen Limiter-Versionen, die das Ganze vielleicht einfacher, vielleicht aber auch nur wirklich bedeutend komplexer machen. Muss man mal drauf achten. Wir haben jetzt hier noch den Lüfter oder das Lüfterkabel, da kann man sehen, es ist beim alten auch bunt und es ist beim neuen schwarz. Also es ist alles mehr in Richtung Schwarz, mehr in Richtung Optik gegangen. Um noch einen weiteren Schritt in die Vergangenheit zu machen, gucken wir uns noch die G2, also die zweite Version des Just Dock an. Da haben wir dann einen Regler, der wirklich kleiner gewesen ist. Also wenn ihr jetzt hier seht, die sind von der Breite gleich, aber die Tiefe ist dann doch unterschiedlich. Von der Bauhöhe sind sie gleich. Das heißt, der Just Dock ist irgendwann mal größer geworden, aber dieser G2 hatte den Kondensator noch extern. Hier ist er intern. Insofern ist der Platz, den man im Auto verwendet, schon irgendwie besser geworden. So, und wenn man jetzt mal guckt, so eine gewisse Evolution ist da dann doch schon drin zu erkennen. Mit den bunten Kabeln hin zu schwarzen Kabeln, hin zu wirklich ganz schwarzer Optik. Macht noch nicht automatisch schnell, aber wir erwarten von dem G3S das gleiche wie das, was wir vom G3 bekommen haben. Einfach einen super zuverlässigen Regler, der an vielen Stellen völlig ausreichend ist. Also wenn wir Stockklassen fahren, 17,5, 13,5, dann muss man nicht mehr unglaublich viel Geld ausgeben. Man kann tatsächlich den G3S kaufen. Das ist ein Regler in der Preisregion unter 70 Euro. Preise können ja immer wieder mal ein bisschen schwanken und sich von heute auf morgen ändern. Deshalb unter 70 Euro. Es gab auch keine Preisänderung. Also mit der neuen Version ist der Regler nicht teurer geworden. Ja, so, wir stellen es auf Seite und gucken uns den nächsten im Bunde an. Der nächste im Bunde ist der StockSpec in der 100 Ampere Version. Und da sehen wir direkt den Unterschied zum Vorgänger. Der Vorgänger war nämlich nur mit 80 Ampere angegeben. Das ist dann die G2, also zweite Generation. Sind alle ordentlich verpackt, das macht Hobbywing wirklich gut. Selbst wenn da so ein Karton mal irgendwo einen draufkriegt, ist der Inhalt sehr geschützt. Da haben sie gut mitgedacht und wissen einfach, dass mittlerweile vieles auf dem Versandweg stattfindet.
und da durchaus drunter leiden kann. Und das haben sie so absolut in den Griff bekommen. So, hier hole ich noch ein bisschen mehr raus, weil hier ist nämlich jetzt noch ein kleines Lüfterchen bei. Lüfterchen ist genau das richtige Wort. Ein Lüfter ist das nämlich nicht. So, und den Rest packen wir wieder zurück. Gucken wir uns den Regler an. Auch hier ein schwarzes Kabel zum Empfänger. Kein schwarzes Kabel zur Kondensatorbank. Dafür aber ein Kondensator, der zumindest schwarz eingeschrumpft ist. Schwarze Kabel zum Motor und zum Akku. Ja. Und wenn wir uns den jetzt im Detail angucken und mit dem Vorgänger vergleichen, also G200 Ampere, hier haben wir den G1, der nicht so heißt, sondern der einfach keine Generation erwähnt, haben wir eine 80 Ampere Version. Der alte ist kleiner von der Baugröße. Also in die eine Richtung ist der eine ein bisschen länger, in die andere Richtung ist der andere ein bisschen länger. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, der Footprint, also die Bauform, die benötigt wird, oder die Fläche, die benötigt wird, ist bei dem neuen Regler etwas größer als bei dem alten. Dafür haben wir einen Unterschied in der, ich muss überlegen, wie ich es am besten zeige, in der Bauhöhe des Reglers. Na, so sieht man es vielleicht. Man kann sie schlecht exakt nebeneinander halten. Der alte Regler ist einfach ein bisschen höher. Der neue ist etwas flacher. Was sich geändert hat, ist die Positionierung der Kabel. Also wenn wir jetzt hier gucken, hier geht das Empfängerkabel raus. Hier hinten sind die Anschlüsse für Power und Motor. Also um 90 Grad versetzt. Wenn wir den C9 angucken, dann geht jetzt hier das Empfängerkabel raus und der Rest geht auf der anderen Seite raus, also 180 Grad Ausrichtung. Ja, zusätzlich wird ein Lüfter mitgeliefert. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Vielleicht steht was drauf, vielleicht steht aber auch nichts drauf. Ich hätte gesagt, das ist irgendwo in der Region 2x2 cm, vielleicht sogar einen Tacken kleiner. Also das ist schon super, super klein. Es steht auch nicht Hobbywing drauf, den haben sie auch nur irgendwo eingekauft, weil sie wahrscheinlich noch nichts Eigenes dafür haben. Ja, der Regler ist im Vergleich zum Vorgänger günstiger geworden. Unwesentlich, also vielleicht 10 Euro. Wir reden von einem Regler in der Region um die 130 Euro. Er ist günstiger geworden. Für mich war das hier immer der Liebling von Hobbywing, weil ich fahre keine Modified-Klassen, ich fahre Stock-Klassen und da habe ich einen Regler, der super kompakt baut. Wir stellen ja mal zum Vergleich den Just Stock daneben. Also das ist schon ein Unterschied und das setzt sich dann auch, mit den Kabeln ist schon schwierig, vielleicht sollten wir die mal alle ohne Kabel benutzen, setzt sich dann so doch schon fort. Man kann da jetzt aber noch einen draufsetzen, wenn wir einmal das komplette Hobbywing-Sortiment da haben, dann stellen wir auch noch den XR10 Pro daneben. Dann gehen die Kabel auch wieder so raus, dass man das nicht richtig nebeneinander stellen kann. Also da sind JustDock und XR10 Pro G2 halt schon sehr ähnlich groß und der reine Stock-Spec-Regler guckt da ein bisschen raus. Ihr seht einen riesen Kabelwirrwarr. Ich hoffe, man kann das hinterher in dem Video halbwegs erkennen, halbwegs zuordnen. Ja, wir werden uns diese beiden neuen Regler hier jetzt auf jeden Fall auch direkt ziehen. Wir wollen ja wissen, was da geht und was da nicht mitgeht. Die anderen sind aus unserem eigenen Bestand. Wir werden die probieren, wir werden gucken, wie sich das verhält, wie sich das für einen Otto-Normalfahrer, wie wir uns eben bezeichnen, verhält. Und die Dinger landen heute bei uns im Shop, sind lieferbar, sind sofort lieferbar und dürften die anderen, denke ich, ganz gut ersetzen oder ergänzen. Für uns macht Hobbywing auf jeden Fall immer Spaß. Das ist ein recht reklamationsarmer Artikel, der sehr gut, sehr zuverlässig funktioniert. Die Programmierung funktioniert sehr einfach oder sehr tiefgehend, je nachdem, wie man das haben möchte. Über das Wi-Fi-Modul, über die neue Programmierbox, da kann man schon viele Sachen sehr, sehr einfach und dennoch sehr, sehr detailliert machen. Da hat Hobbywing in unseren Augen sehr viel in den letzten Jahren richtig gemacht und hat damit doch dem einen oder anderen Platzhirsch so ein bisschen den Rang abgelaufen. Um nicht zu sagen, in unseren Augen ist das der Marktführer im Moment auf dem Markt und das im Bereich 1:10 Tourenwagen völlig zu Recht.